Schützer eher, den nächsten zur Wehr. Dieser Leitspruch aller Feuerwehren galt vergangenes Wochenende in der Feuerwehrhauptstadt Bruck an der Mur. 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark war der Anlass für ein großes Fest inklusive Leistungsschau am Brucker Hauptplatz. Vorführungen verschiedenster Art, schließlich beschränkt sich die Arbeit der Feuerwehr schon lange nicht mehr auf das Feuerlöschen, begeisterten die Zuseher. Es ist für mich ein besonderer Anlass, es ist aber auch für den gesamten Arbeitskreis ein besonderer Anlass. Wir haben 1,5 Jahre Vorbereitungszeit gehabt. Wir hoffen, dass es eine schöne Veranstaltung wird, die letzten 2 Tage hier in Bruck an der Mur, wo die Festlichkeiten stattfinden. Wir haben heute ein umfangreiches Programm gehabt. Wir haben eine Ausstellung gehabt, also wo also verschiedene Gerätschaften gezeigt wurden. In Summe muss man sagen, wir haben die Festlichkeit 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark gebührend gefeiert. Der Grund, diese Feierlichkeiten in Bruck an der Mur zu veranstalten, liegt auf der Hand. 1869 wurde einer der ersten Feuerwehren, nämlich die Brucker Stadtfeuerwehr, als Verein aus der Taufe gehoben. Und ein Jahr später wurde hier in Bruck an der Mur der steirische Gauverband der Feuerwehren begründet. Und der erste Obmann dieses Verbandes war der Brucker Wehrhauptmann Karl Watzka. In weiterer Folge sind viele gemeinsame Jubiläen gefeiert worden und man hat damit die Verbundenheit ausgedrückt. Es ist eine Auszeichnung, es ist eine Ehre für die Stadt Bruck, so viele hochrangige Feuerwehrmänner und Feuerwehrkameraden in unserer Stadt als Gast zu haben. Ich darf persönlich, aber auch namens der gesamten Brucker Bevölkerung, dem Landesfeuerwehrverband zum 140-jährigen Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Die Ausstellung Straße der Geschichte im Brucker Rathaushof zeigt eindrucksvoll die Geschichte und Entwicklung des Feuerwehrwesens in der Steiermark. Ein Fahrzeugkorso ermöglichte dem interessierten Publikum einen Streifzug durch 140 Jahre Feuerwehrgeschichte. Von Pferden gezogene Pumpen bildeten den Auftakt dieser Rundfahrt. Zur Schlusskundgebung marschierten knapp 2000 Kameradinnen und Kameraden auf den Brucker Hauptplatz. Die geballte Stärke der Feuerwehr vermittelte ein besonderes Gefühl der Sicherheit in Bruck an der Mur. Also wenn man das Ranking verschiedener Berufe in Österreich laut Meinungsumfragen kennt, verschiedener Institutionen, Berufsgruppen und weiß, dass die Feuerwehren ganz oben auf der Skala stehen, nämlich der sympathischen Männer, denen man vertraut, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, dass so viele Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner heute in unserer Stadt sind. Die Begeisterung Feuerwehr wird auch in Zukunft dominieren. Für die richtige Entwicklung ist auf jeden Fall gesorgt. Das Feuerwehrwesen in der Steiermark wird sich sicherlich weiterhin positiv weiterentwickeln, obwohl wir überall wissen, dass das mit Geld ein bisschen knapper wird. Aber wir haben vorgesorgt bei den Feuerwehren, dass wir eben genau eingeteilt haben, was jeder zum Kriegen hat an Gerätschaften und dergleichen. Die Eigenleistungen sind sehr hoch und ich glaube, dass wir auch mit den Fördermitteln auskommen werden in Zukunft, weil wir ja sehr, sehr sparsam mit den Mitteln umgegangen sind bis jetzt. Die Feuerwehrhauptstadt Bruck an der Mur wird auch in Zukunft die Feuerwehr und den Landesverband willkommen heißen. Schließlich ist deren Geschichte eng miteinander verknüpft. Feiern an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.